Hey und willkommen zu einem neuen Video. Ein neues Speed Paint von einem Roboter, wie man vielleicht schon auf dem Thumbnail erahnen konnte. Aber ich habe das Thumbnail noch nicht gemacht, das heißt, ich weiß noch nicht, wie es aussieht und ich weiß noch nicht, inwieweit ich euch vorher spoilern konnte. Aber zumindest wird das ein Roboter und zwar hat sich an dem Bild sehr viel geändert. Vom Anfang bis dann zum Endresultat, weil ich wusste, als ich das Bild angefangen habe, noch nicht so wirklich, was ich daraus machen will. Also ich wusste so, ich will ein neues, cooles Bild malen. Und dann habe ich mich zurückerinnert an sein Bild, das ich mal gesehen hatte, das ich ganz cool fand, von einem Roboter mit so einem Schwert, der unter Wasser war. Und ich fand es irgendwie voll cool und ich dachte, ich könnte mich da so ein bisschen von inspirieren lassen. Aber dann habe ich einfach die Silhouette genommen, beziehungsweise habe die dann so hinten ausgemalt und habe dann nur noch mit der weitergearbeitet und habe dann somit das Bild nochmal so vollkommen verändert und es mir hat noch voll viel verändert. Also jetzt so diese Faust, die dort vorne ist, werde ich komplett wegmachen und generell noch voll viel überarbeiten. Aber darüber werde ich vielleicht später nochmal reden, weil das Video geht recht lang. Ich glaube, ich hatte noch nie so einen langen Speedpaint. Ich habe an dem Bild auch ziemlich lang gearbeitet. Für meine Verhältnisse. Ich glaube, irgendwie. Ich würde jetzt so spontan auf 5 Stunden oder so tippen. Keine Ahnung. Normalerweise male ich so 3 Stunden an einem Bild. Aber ich habe mir für das Bild vorgenommen, ein bisschen mehr Detail reinzubringen und so. Aber ja. Und zwar möchte ich vielleicht über ein bisschen was reden. Also nicht, ich werde einfach nur ein bisschen was reden. Und zwar zum einen will ich über die Speed Sketches reden. Denn diese Speed Sketches, ich weiß nicht, es wäre ganz cool, wenn Leute das in die Kommentare schreiben würden, ob sie das gut finden, dass die Speed Sketches nur so kleine 1 bis 2 Minuten Videos sind, mit halt nur Musik unterlegt. Oder ob es cooler wäre, wenn die Speed Sketches so länger wären, also so 10 Minuten oder so oder 5 Minuten oder so, wo man dann halt schon ein bisschen genauer sieht, was ich mache. Weil Speed Sketches sind halt ziemlich einfach für mich aufzunehmen. Ich setze mich einfach hin, mal eine Dreiviertelstunde oder so und nehme das auf und schneide das dann ein bisschen zusammen. Das ist jetzt nicht so ein großer Aufwand. Aber ja, wenn das Leute wollen, dann würde ich das vielleicht mal ausprobieren. Ob das cool wäre, wenn man die ein bisschen länger macht, also so 5 bis 10 Minuten, dann vielleicht sogar dazu redet. Wenn das Leute mögen, können sie das in die Kommentare schreiben. Wenn nicht, dann ist auch cool, wenn das Leute in die Kommentare schreiben, weil es wäre ganz schön, wenn wir das dann irgendwie. Also klar, es ist jetzt, ich habe keine Ahnung, zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme, glaube ich, 22 Abonnenten oder so. Da kann man jetzt nicht die aktivste Community erwarten, aber es wäre schon ganz cool, wenn so ein paar Leute in die Kommentare so ein bisschen was schreiben könnten. Weil dann kriegt man immer noch so ein bisschen Feedback und weiß so, was die Leute denken, die seine Videos gucken. Beziehungsweise wenn Leute meine Videos gucken. ja. Und dann hat Gott, wie hieß er? Ja, ich guck kurz nach, vorbereitet wie ich bin. Der gute alte. Der gute alte Leonard Müller. Ein paar Kommentare geschrieben. Unter anderem, ja, ich habe mich vollkommen vergessen zu bedanken. Danke, Leonard, dass du mein Bild magst. Aber er hat vorgeschlagen, dass ich doch mal die Grinsekatze aus Alice im Wunderland male. Und dazu möchte ich ein bisschen was sagen, falls Leute sowas auch denken. So, also jetzt nicht spezifisch an die Grinsekatze aus Alice im Wunderland denken, sondern vielleicht so generell. So, hör, du könntest mal das und das malen. Ja, es ist immer cool, wenn. Also, dann, das ist. Also keine Kritik an Leonard, aber es ist immer so ein bisschen, dass ich halt so
immer noch so ein bisschen entscheiden will. Also wenn niemand wird mir vorschreiben können, was ich malen soll. Weil es ist immer noch so ein bisschen mein Kanal. Aber ja. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall keine schlechte Sache, irgendwie in die Videovorschläge, in die Kommentare zu schreiben. Wie gesagt, freue ich mich sehr, aber ob ich es umsetze oder nicht, liegt dann halt immer noch 100% bei mir. Also, Leonard, du musst dich jetzt nicht irgendwie dissed fühlen oder so. Ich find's voll cool von dir, dass du Sachen in die Kommentare schreibst, und ich fühle mich so voll geehrt, dass Leute meine Videos gucken und so. Aber ja, vielleicht werde ich die Grinsekatze sogar irgendwann mal malen, wenn ich mal Lust habe. Aber erwartet das nicht von mir. Ja, und jetzt ist das Bild schon ein bisschen weiter vorangeschritten. Und zwar habe ich ungefähr zu dem Zeitpunkt den Entschluss gefasst, das Bild detailreicher zu machen, als ich es von Anfang an vorhatte. Also nicht bloß bei so einem roughen Sketch zu lassen, sondern richtig ein bisschen Detail reinzubringen. Und dann habe ich dem Kerl halt diese Rüstung drauf geklatscht. Und um das Ganze halt ein bisschen interessanter zu machen. Und diese Träger haben mir dann, ich weiß nicht, ich finde, sie sehen so ein bisschen aus wie so wie so Hosenträger. Ich weiß nicht, vielleicht geht es auch nur mir so. Und ich fand das dann irgendwie komplett doof und habe das dann weggemacht. Später. Aber ja. Ich mag das Design von diesen Platten auf seinen Oberbeinen. Da bin ich schon ganz schön stolz auf mich. Ja, und der Hintergrund, den habe ich einfach nur. Es war nie irgendwie geplant, dass der blaue Hintergrund dann auch blau bis zum Ende bleibt, weil es war einfach bloß so. Ich brauchte halt einen Kontrast zum Charakter. Also zu. Gott, ich wollte Charakter sagen, dann habe ich gemerkt, dass ich Deutsch reden muss, und dann habe ich Charakter, also ganz komisch betont. Ja. Habe ich dann als Kontrast genommen. Okay. Ja. Mein Bruder ist gerade reingekommen. Hey, an meinen Bruder. ja. Ich war gerade bei dem Kontrast von dem Hintergrund. Ja, weil ich hatte vorher diesen grauen Hintergrund, und das verschwimmt dann alles so ein bisschen mit dem Roboter. Und dann wird das, dann kann man selbst nicht mehr so unterscheiden, wo jetzt der Charakter aufhört und wo jetzt der Hintergrund anfängt. Und dann habe ich den Hintergrund einfach blau gefärbt. Ich ändere das dann später noch. Und ich glaube jetzt gleich, wenn ich mich nicht höre. Vielleicht auch nicht, okay. Ich dachte gerade, jetzt mache ich die Hosenträger weg, aber das wird wohl noch ein bisschen auf sich warten lassen. Und ich habe einfach ein bisschen rumgegoogelt, was ich auch immer für eine gute Idee halte. Nach Cyborg habe ich in diesem Fall gesucht und nach Roboter und so. Und mich dann inspirieren lassen, was andere Leute schon für Sachen daraus gemacht haben. Ja. Und habe mir ein bisschen was von Sachen, die ich cool finde, so ein bisschen was übernommen, und das finde ich auch überhaupt nicht. Also wenn das irgendjemand macht, kein Problem, so lernt man, finde ich, am besten. Und ja, dann habe ich in seine Brust diese Lüftungsschlitze, wenn man das so nennen kann, reingemacht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich fand es bis zum Ende so ein bisschen, ha. Ich habe es dann drin gelassen. Ja. Also zumindest man es auf der rechten Brust, diese Schlitze, die habe ich dann gegen Ende hier, ja, jetzt, dann habe ich die dann mehr definiert. Ja. Und dann will ich noch die letzten 2 Minuten über Metall reden, wie man Metall malt, so als kleines Geheimtutorial. Zumindest wie ich zumindest täglich versuche, Metall zu malen. Meine Erfahrung damit. Und zwar versuche ich immer so den
den Kontrast so hoch wie möglich zu schrauben, also zwischen die dunklen Flächen richtig dunkel zu machen und die hellen Flächen richtig hell zu machen und versuche dann halt so möglichst viele, also die Stellen, die ins Licht, und dann fallen dort auch viele Highlights mit auch purem Weiß zu machen, bin ich dann am Ende bin ich dann noch über das Bildnis gegangen und habe dort, hier und dort ein paar Highlights hingesetzt. Außerdem ist beim Metall immer recht ratsam, wie ich aus eigener Erfahrung und mit Cynics Hilfe, Cynics, wer ihn nicht kennt, ist auch ein YouTuber, ein Englischer aber, der malt und ich finde ihn unglaublich cool, seine Videos, und er ist unfassbar gut. Zumindest meinte er, dass es sehr hilfreich ist. Hier, so mache ich gerade auf die eine Seite warme Farben zu machen und auf die andere Seite kalte Farben zu machen. Und das gibt halt, lässt das Ganze halt um einiges metallischer aussehen. Was ich auch nur bestätigen kann. Ich habe das Rot dann aber nicht so, habe das dann noch ein bisschen runtergeschraubt, nicht so intensiv gemacht. Dann schimmert das nur so ein bisschen im Hintergrund. Und ja, dann habe ich noch ein bisschen Hintergrund hinzugefügt. Und ich glaube, so lange geht das gar nicht mehr. Ja, es gibt nur ein paar Sekunden für das Video. Dann habe ich noch ein bisschen die letzten Endschliffe gemacht und mich dann einfach irgendwann dazu entschieden, weil ich hatte dann irgendwann keine Lust mehr auf das Bild und habe dann gesagt, gut, jetzt war's das. Und dann habe ich meine Unterschrift runtergesetzt und jetzt ist fertig und ich bedanke mich für's Zusehen. Ciao!